Ich darf euch herzlich willkommen heißen zum dritten Workshop mit unserem portugiesischen Freund Marcio von Kenjo Bonsai. Schön, dass ihr alle gekommen seid, dass ihr alle da seid. Freunde der kleinen Bäume. Ja, auf dem Workshop in Kärnten bei Werner zu Hause mit Marcio. Und alle sind schon kräftig am Arbeiten. Marcio hat mir ein bisschen was zu meinem Baum erzählt. Hintergrund ist Holger mit seiner Zypresse noch dran. Alle anderen haben hier ziemlich fantastische Bäume. Und ich will jetzt mal schauen, ob ich aus dem Wacholder nicht auch ein bisschen was machen kann, was in Richtung Bonsai geht. Mein erster Auftrag wird sein, den Baum ein bisschen auszuputzen, das heißt alles Kleine zu entfernen, was ich nicht mehr brauche, und ein bisschen das Totholz hier unten zu gestalten, weil das doch ziemlich dick und fett ist, dass das nach hier vorne raus so ein bisschen dünner wird. Und ja, Werner meint, ich habe damit eine ganze Menge zu tun, das heißt, ich nehme euch einfach im Schnelldurchlauf hier und da so ein bisschen mit und dann schauen wir mal, wie weit ich heute komme. Als erstes habe ich damit begonnen, den Baum auszuputzen. Das bedeutet, dass ich alle abgestorbenen Äste rausgeschnitten, frisches Grün, welches zu nah am Hauptstamm war, entfernt und die lose Rinde, ein typisches Verhalten bei Wacholdern, abgezogen habe. Dieses Ausputzen dient dazu, dass ich später einfacher den Draht an die Äste legen kann. Außerdem verleiht es dem Baum einen reiferen Eindruck, als wenn alles mit diesen kleinen kurzen grünen Trieben übersät wäre. Auch hier mussten schon einige Entscheidungen getroffen werden, welche Äste dranbleiben und welche entfernt werden sollten. Maßgeblich ist dabei die Richtung, in welche der jeweilige Ast wächst und wie die Äste drumherum gewachsen sind. Anschließend habe ich damit begonnen, das große Totholzelement zu bearbeiten. Das Ziel war es, dass es nicht mehr wie ein abgeschnittener Stumpf aussah, sondern wie natürlich abgebrochen. Außerdem sollte es sich zum Ende hin etwas verjüngen, damit es nicht mehr ganz so massiv wirkte. Allein dafür habe ich knapp eine Stunde benötigt. Nachdem diese Vorbereitungen erledigt waren, konnte ich mit dem Drahten beginnen. Ich finde, das ist immer eine sehr meditative Arbeit, welche mir persönlich viel Spaß bereitet. Außerdem wächst mit jeder Umwicklung die Vorfreude auf das nachfolgende Stellen der Äste und das Gestalten der vorläufigen neuen Figur des Baumes. Und da ich dank des Workshops die Chance hatte, diese Aufgabe dem talentierten Marcio übergeben zu können, habe ich gern die Rolle des Zuschauers eingenommen, um noch etwas mehr zu lernen. Und Marcio hat wirklich komplett andere Entscheidungen bei der Stellung der Äste getroffen, als ich dieses gemacht hätte. Ich will nicht sagen, dass meine Entscheidungen schlechter oder gar besser gewesen wären. Ich möchte damit eher ausdrücken, dass es viele Wege gibt, um einen Baum zu gestalten, und es enorm hilft, auch mal andere Wege zu sehen. Und wie üblich bei Workshops, wo ich teilnehme, bin ich irgendwie immer der Letzte, der mit seinem Baum fertig wird. Alle anderen hatten schon aufgeräumt und Marcio und ich waren immer noch mit dem Wacholder beschäftigt. Entweder ich bin zu langsam oder wir wollten einfach das Beste aus dem Material herausholen. Am Ende, denke ich, haben wir wirklich ein tolles Ergebnis vorzeigen können.
Ich habe noch auf ein bisschen besseres Wetter gewartet, aber ich glaube, viel besser als jetzt wird es dieses Wochenende nicht mehr. Wir sind halt mitten im Herbst und ich wollte aber noch mal die Gelegenheit nutzen, einerseits Danke zu sagen, Danke an Marcio, an Werner, an Werners Frau und an Holger und an die beiden Bonsai-Clubs aus Kärnten und der Steiermark, also eigentlich alle Leute, die da waren. Es war ein mega cooles Wochenende. Ich habe so viele nette Leute kennengelernt, so viele ultra tolle Bäume gesehen, verdammt viel gelernt und, was das Wichtigste ist, richtig viel Spaß gehabt. Ich glaube, das vorige 5-Minuten-Filmchen konnte das gar nicht so rüberbringen, aber hier einfach auch nur von mir der Hinweis, besucht einen Workshop, geht in irgendeinen Arbeitskreis mal gucken. Meistens macht das richtig viel Spaß. Ja, und jetzt wollte ich zum Zweiten noch die Chance nutzen, euch das Bäumchen noch mal ganz in Ruhe zu zeigen. War dann doch noch ein bisschen hektisch und Werners Fotoecke ist dann zum Abend schon so ein bisschen dunkel geworden. Ja, mein Sabina Wacholder, den ich von Bonsai Fuchs Anfang des Jahres gekauft habe, er hat über den Sommer etwas geschwächelt. Ich habe ihn wahrscheinlich ein bisschen zu viel gegossen. Und deswegen hat er hier auch ziemlich viel von diesen gelben Blüten gebildet. Die werden irgendwann nächstes Jahr abfallen, habe ich mir sagen lassen. Und dann sieht das Ganze schon wieder besser aus. Ja, und der hier, die kommen nächstes Jahr auch ab. Ich werde versuchen, die abzumosen. Also einmal hier, einmal hier. Einfach, damit ich das auch mal gemacht habe und weil es sich hier gerade anbietet. Und die Idee, die noch im Raum stand, war, ob ich vielleicht dieses Sabina-Laub durch Itoigawa-Laub ersetze. Aber da habe ich dem Marcio gesagt, die Idee finde ich ziemlich cool. Aber ich glaube, mein Wissensstand reicht dafür nicht aus. Und wenn das nicht klappt, geht mir am Ende der ganze Baum ein. Deswegen lebe ich eher damit, dass hier vielleicht mal so ein bisschen komische gelbe Stupsis drankommen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich glaube, Detailaufnahmen habe ich im Prinzip schon genug gemacht. Oder? Ach komm, ein, zwei haue ich gleich am Ende nochmal ran. Das heißt, wer Lust hat, darf gerne dranbleiben und sich das angucken. In 2 Wochen gibt es ein Video. Ich hatte ja noch einen zweiten Baum mit zum Workshop. Und zwar die Lärche aus Kärnten. Die gibt es dann in 2 Wochen für euch zu sehen. Ja, ich würde sagen, viel Spaß mit euren Bäumen, so viel noch möglich ist im Herbst. Passt gut drauf auf. Besten Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Sebastian.